hallo, hallöchen, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Emergency 4 Bielefelder 1.2. Wir sind zurück bei Bielefelder 1.2. Sie ist, lasst mich lügen, vorgestern? Freitag. Genau, Freitag rausgekommen. Offiziell. Falls einer sie sich runterladen will. Link ist im Gebäude und jetzt haben wir gleich einen Gebäudebrand. Direkt vor der Wache. Und so, Alarm für Wache 2. 19 hört. Ja, die kann direkt vor der Wache bleiben, dann kommt noch Wache. 3 kann noch kommen und Wache 4 kann auch noch kommen. Ja, jetzt wird bestimmt die Drehleiter nicht mit alarmiert. Macht nichts. So, du stellst dich mal hier hin. Du kannst direkt hier stehen bleiben und du kannst auch direkt da bleiben. So und so. Und der PA. Drehleiter hole ich auch mal raus. Du holst mal einen Schlauch. Auf dem Weg. Guckt jetzt an den an und ihr beide holt euch bitte auch einen Schlauch. Was gibt's? Bin unterwegs. Fahrzeug 10. Du kannst an sich auf die andere Seite des Gebäudes fahren. Schon unterwegs. Höre. Verteiler setzen. Habt ihr beide einen Schlauch hier, ne? Dort gemacht. Höre. Sehr schön. Ankuppeln. Starten. Du bringst ein bisschen Wasser vorbei und gehst mal ein bisschen dichter schon ran. Unterwegs. Um zu löschen. Ne, du bist links, also gehst du auch weiter links. So, du holst dir noch einen Schlauch. Auf dem Weg. So. Kein Problem. Müssen wir hier für die Drehleiter nur noch warten. Auf dem Weg. So, absitzen. Einer geht bitte unter PA. Fahrzeug 10. Der andere, du kannst dich schon mal. Höre, bin unterwegs. So. Kannst mal nach hier so gehen. In etwa. Brauchen wir hier noch ein LF? Das kann Wache 4 nicht übernehmen. Wache 4 fährt nach hier. Baut einen Angriff von hier aus, auf. TLF Wache 3 bleibt erstmal in Bereitstellung hier stehen. Du fährst nach hier durch und versorgst die Drehleiter. Absetzen. Zwei Mann unter PA. Und zwei Mann holen sich schon mal einen Schlauch. Tut mir leid, ich muss heute ein bisschen husten, fällt mir gerade auf. Ich weiß nicht wieso, frag mich nicht. Ist so auf nicht geplant. Gut, das Feuer an dem Gebäude schon mal aus. Drehleiter brauchen wir somit nicht mehr. Dann gehe ich halt unterwegs. Mit dem ein wenig weiter vor. Dann kann die Wache 3 doch abrücken. Wache 3 ist nicht mehr benötigt. Du kannst dich deinstallieren. Fahrzeug 20. Wache 3 kann abrücken. Fahrzeug 26. So, ihr zwei einmal an den Rand und du startest die Pumpe. Das Pümpchen. Höre, bin unterwegs. Ja, ja, ja. So, du gehst mal nach da und machst das aus. Bin unterwegs. Was ist denn hier? Du bist ja ein Elder. Fahrzeugverteiler, witzig. Ja. Fahrzeug 10. Höre, bin unterwegs. Du kannst mal einsteigen. Nein, einsteigen. Fahrzeug 10. Ah, Leute. Fahrzeug 50. Höre. So, sehr schön. Ne? Direkt außer Wache raus, damit ich gleich einfach gestartet. Sehr schön. Jetzt wieder ein bisschen laut hier. Aber macht ja nichts, ne? Wir kommen auch ohne klar. Ohne klar. Ohne mich zu hören, klar. Also ich komme auch ohne. Aus dem Taster kann ich nicht mehr raus. So. Im letzten Video wurden wir ja kläglich unterbrochen beim Vorlesen der Changelist, ne? Bei den Änderungen wurden wir ja dezent unterbrochen. Da wollte ich jetzt mal weitermachen. Ich fange einfach nochmal von vorne an. Und zwar, wir fangen einfach mal mit den Fehlern an. Welche Fehler wurden behoben? Die Steuerungstaste, also die SCG-Taste für das Holen eines Feuerlöschers wurde entfernt. Also normalerweise müsste ein Feuerwehrmann. Beim Holen eines Feuerlöschers müsste die SCG-Taste gedrückt werden. Jetzt ist das nicht mehr so, das wurde behoben. Ja. Fehler beim Holen einer Trage aus dem SCG-MTW MTW wurde behoben, weiß ich nicht. Der Fehler ist mir vorher nicht aufgefallen. Kann sein, kann nicht sein, weiß ich nicht. Kann ich jetzt nicht weiter was sagen. Genau. So, experimentelle Unterstützung für nicht-lateinische Zeichen. Für hier, nicht-lateinische Zeichen sind ja, sind das die Punkte? Ich weiß es gar nicht. Lateinische Zeichen sind auf jeden Fall die Buchstaben. Also, ich weiß es jetzt nicht, was. Ja, scheinbar gab es da Fehler, habe ich nicht mitbekommen. Macht ja auch nichts, ne? So. Also haben wir abgearbeitet und haben direkt einen Rettungsdiensteinsatz. Eine Synkope. Fahrzeug 32, mit MA, Kreislauf, beide nach hier bitte. Müsste hier irgendwo, da liegt der genau. So, ihr beide schon mal Minus. Bestätige.
Was geht? Alles klar. Ah ne, hier liegt doch, steht doch gleich ein. Nimm dir mal den Verteiler. Höre. Du sagst bestätige. Auch Minus und du sagst so und so. Sehr schön. Gut, dann kannst Fahrzeug du Status 2. Du kannst höre. Schon mal hier Minus. Bestätige. Alles klar. Den ab und sagst den auf. Zack und Minus und was Minus. Wird gut, dann kannst Fahrzeug du rinfahren. Du kannst gleich Status 2, Status 2. Und du sagst auch Status 2. Sehr schön. Rettungsdienst ist vor Ort. Fahrzeug 24. So, du holst dir mal Notfallrucksack. So. Erstmal versorgen wir den, dann gehen wir weiter vor. Ja, dann wurde noch die Wasserlogik ein bisschen überarbeitet. Weil die Wasserlogik ist ja jetzt zum Beispiel, wenn man beim Verteiler setzen zum Beispiel, musste man ja sonst immer die Pumpe neu starten. Das ist jetzt mittlerweile nicht mehr so. Ist auch gut so, dass das nicht mehr so ist. Fraktur nach Sturz. Einsatz für diese Wache. Fahrzeug kehrt zurück zur Basis. Wo liegt der denn? Ich sehe ihn jetzt gerade nicht hier draußen. Wird er bestimmt im Gebäude irgendwo liegen oder was? Ja, denke ich mal. Mal sehen. Finden wir heraus. So, die sind alle wieder drin, außer das LRF. Fahrzeug 22. Lösch- und Rettungsfahrzeug, glaube ich, ne? Oder wird das Fahrzeug 24. Warte mal, du kannst mal dich so hier irgendwie reinstellen. Fahrzeug 24. Schon unterwegs. Wie geht's ihm? Ihm geht's relativ Fahrzeug gut. Fahrzeug 28. Dann kannst du dir schon mal eine Trage holen. Fahrzeug kehrt zurück zur Basis. Gut, machen wir weiter. Sonstiges. Der Zugalarmwache 2 ist jetzt mit LRF anstatt den Standard-RTW. Ja, weiß ich nicht, ob das so gut ist. Habe ich ja letztes Mal schon gesagt. Aber man kann ja sich arrangieren. Habe ich zwar vorher auch nicht gemacht, sonst hätte man ja immer, wenn Löschzugalarm ist, den hier schon mit 4 Mann, mit 6 Mann rausfahren lassen können. Aber da dass das LRF ja jetzt mitfährt, müssen die 2 Mann, die normalerweise da drauf sitzen, ja da mitfahren. Ja, ich weiß es nicht. Kann besser sein, muss aber nicht. Mal sehen. Aber da, dass ich es vorher ja auch nicht anders gemacht habe. Also, dass ich nie dazu gekommen bin, 6 Mann in dem Fahrzeug mitzunehmen. Ja, bin unterwegs. Macht das keinen großen Unterschied. Ja. So. Polizei MTW des Hundeführers mit Vespa-Design hinzugefügt. Also, die gelben Streifen sind das quasi. Das Vespa-Design ist das, was von der Autobahnpolizei verwendet wird. Und das hält jetzt mittlerweile Einzug in den normalen Streifendienst. Vielen Dank für diese Info an. Weiß ich jetzt gerade gar nicht, müsste ich gucken. Also ein sehr freundlicher Zuschauer hat mir den Tipp gegeben. Ich kann das ja mal raussuchen. Mal sich bedanken. So, Benachrichtigungen. Da. Marian Jabern. Dankeschön, hat das geschrieben. Vespa beschäftigt sich mit der optimierten Beklebung von Einsatzfahrzeugen auf Bundesautobahnen. Und dieses Design zieht jetzt halt auch in den normalen Streifendienst Fahrzeug ein. Also 28. Was geht mit unterwegs? Fahrzeug 28. Abfahrt, sehr schön. Gut, wie geht's dem Sturz hier? Höre. Wahrscheinlich eingeschlafen und vom Stuhl gefallen. Ja gut. So, 4LF10-1. Lichtanimation und Astabweiser hinzugefügt. Gucken wir uns das doch mal an. Holen wir die doch mal raus. Fahrzeug 34. Holen wir die mal an. Da muss ich mal. Ja. Kannst den schon mal einladen. Wird ausgeführt. 5 MTF1, 1 KTW1, 4LF10-1. Fehlende Texturen hinzugefügt. Sehr schön. Also fehlende Texturen, das war texturlos, also grau. Habe ich mir vorher nie wirklich angeguckt, also kann ich dazu auch nicht so wirklich was sagen. Freibad überarbeitet, ja, das ist hier bekannt, dass hier jetzt man schwimmen gehen kann. Die Performance wird optimiert, ja, das merke ich sogar. Weil sonst immer so um die 50 FPS, jetzt so stabile 70. Finde ich gut. So, und ab ins Krankenhaus.
So, was haben wir denn hier noch? Christoph 31 ADAC Notarzt hinzugefügt. Also das ist jetzt nicht mehr der normale Notarzt, sondern der ADAC Notarzt. Genau, falls wir so einen Einsatz haben, können wir Christoph ja auch mal holen. Schlaganfall oder so. So, gucken wir uns doch mal das. Ja. Hier sieht man sehr schön den. Ach, warte mal. Ich hoffe, dass das nicht mehr so ist, aber wenn ich jetzt. Fahrzeug 18. Wahrscheinlich, wenn ich das jetzt mache. So, wahrscheinlich ärgere ich mich jetzt die ganze Zeit rum, dass ich das gemacht habe. Plötzlich bloß noch 20 FPS. So, wahrscheinlich komme ich da nicht mehr raus. Aber so können wir uns den mal ein bisschen genauer angucken. Nein! Mist. Ach komm. So. Nicht zu weit runter, sonst springst du wieder sonst wohin, Anton. Guck dir das Schönes an. Hier, Astabweiser. Wunderschön. An sich ein echt schönes Auto, ne? Ah, so von oben sieht das ein bisschen merkwürdig aus hier, aber trotzdem. So von hier so sieht das gar nicht mal so verkehrt aus. Nein. Okay, wahrscheinlich ärgere ich mich jetzt wirklich die ganze Zeit rum, dass ich diese Ansicht... Aber man kann schön rausscrollen, aber... Ach, Mano. Gut, meine lieben Freunde, ich starte die Mod neu. Wir sehen uns gleich wieder. Hallihallo, hallo, hier meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück. Nach einer kurzen Unterbrechung, ich initialisiere hier mal kurz alles. So. Fahrzeug 40 hört. Fangen wir mal hier bei Woche 1 an. So. Schildchen nehmen, auf die 1 gesetzt. Wie ich es immer mache, kennt ihr ja bestimmt schon. Zack, auf die 2. Holen wir mal noch die Drehleiter gleich wieder raus und die ordentlich steht. Das schöne Feature. Dann einmal die auf die 4. Die Antenne auf die 3. Wache 3 auf die 5. Machen wir es. Wache 3. Zack, auf die 5. Und Wache 4 auf die 6. Dann schicken wir noch wieder die Drehleiter rein. Fahrzeug 11. Und schick. Gut. Wieder voll im Game. Kamera ist auch wieder normal. Bademeister hat nichts zu tun. Hier nichts los am Badestrand. Obwohl echt Bombenwetter ist, muss ich sagen. Naja, machen wir doch gleich mal weiter mit unserer schönen Liste hier. Wo waren wir denn? Wir waren beim fehlende Texturen hinzugefügt, bei Freibad überarbeitet, Performance-Optimierung der Map, Christoph 31, das hatten wir auch. Diverse Verkehrsunfälle neu positioniert. Das finde ich sehr Fahrzeug nice. 3. RTNA, akutes Abdomen. Da fährt von hier der RTW und außer 3 holen wir den jetzt. Neff. Das ist Neffe. Die Neffen. Hören. Da, den holen wir uns. Ja, diverse Verkehrsunfälle neu platziert. Ich wollte mal gucken, kann man Verkehrsunfälle auslösen? Zufall, Gefahr, gut. Aber Verkehrsunfall an sich kann man nicht auslösen, ne? Ölspur, vermisste Personen, Brandmeldeanlage, Krankentransport, betrunkene Personen, zufälliges Feuer. Nö, aber schade. RTW ist auf dem Weg. Gut. Funktionen, neue Straßenpoller zur Sperrung von Gehwegen. Ich habe keinen Plan, ob sie bei der Polizei gibt. Gucken wir doch mal. Wir holen uns mal hier direkt alles, was geht hier. Romeo. Den updaten wir und alarmieren wir auch. Und dann nehmen wir den hier mal. Nehmen wir uns den Hundeführer, das Hundeführer-Auto. Zum Testen. Ich will die auf Streife schicken, daher habe ich die mal alle geholt. So. Hopp, hopp, hopp. Wird uns gebeut. Oder liegt der hier? Nee, gut. diverse neue Gefahrguteinsätze. Ja. Da kann man auch nachher nochmal später einen auslösen. Was haben wir hier? Schlechter Allgemeinzustand, das geht aber alles noch. So, bekannte Fehler. Spiel kann sich beim Beenden aufhängen und muss über den Taskmanager beendet werden. Ja, das ist, finde ich, sehr wichtig, weil sonst geht das hier gar nicht mehr. Kommt gar nicht mehr vor und zurück hier. So. Fahren wir nach hier. Auf dem Weg. Können die sich die Straßenpoller nehmen? Oder sind die irgendwo fest verbaut? Das ist ja jetzt die Frage. Sperrung von Gehwegen. Keine Ahnung. Ganz ehrlich, kein Plan. Schon unterwegs. Fahr mal ein Stück vor, nicht, dass du im Weg stehst. Ich will sie nachher losholen. Ich habe keine Ahnung, was für Gehwege man hier sperren kann.
Hier sagen die wegen Straßenpoller. Weiß ich nicht. Findet man vielleicht, läuft dann die ja über den Weg. Oder die hier vielleicht. Vielleicht kann man die ja, warte mal, das testen wir doch gleich mal. Steigen wir nochmal aus. Vielleicht kann man hier die, wie sind sie? Da. Ja, wegklappen oder so. Tatsächlich, man kann die wegmachen. Ist ja geil. Was gibt im Weg? Das ist ja cool, das finde ich cool. Ich weiß jetzt nicht, ob das schon vorher ging, aber auf jeden Fall geht's jetzt. Falls das schon vorher ging, sag das mal Bescheid. Ich habe das nie getestet, dass man, ob man die wegmachen kann. Hab ich ganz ehrlich gesagt noch nie getestet. Wo haben wir denn hier einen Poller? Da nicht. Nehmen wir den da. Bin unterwegs. Aber bitte ohne Blaulicht. Danke. So, dann schicken wir die hier oben mal auf Streife. November. Route 1. Hotel Route 2. 8. Route 3. Route. So, mal gucken, welche Routen die nehmen. Die müssten alle nach unten fahren, wenn ich nicht. Oder zur Seite. Zur Seite. Und zur Seite. 1. Kilo. 2. Papa. Und 3. Nein, 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 nein. Kilo. Auf dem Weg. Papa. Ihr sollt nach unten fahren. Papa. Ne? 1. Papa. 2. Sehr schön. Kilo. Und 3. Sehr schön. Gut. Alle Richtungen besetzt. Wie geht's ihm? Ja. Ihm geht's gut. Kann schon mal die Trage reingebracht werden. Kann schon mal rausgehen. Nun unterwegs. So, ja. Dann hol dir den schon mal. Bis dahin sollte der auch eventuell voll sein. Den Rest machen wir im Rettungswagen. So, hier wollten wir das jetzt mal austesten. Ja? Ist ja geil. Ist das cool. Ich weiß nicht, ob das schon vorher ging. Ich habe echt keine Ahnung, ob das schon vorher ging. Yankee. Wenn ja, sag das mal. Wenn nein, dann ist das ja echt geil. Finde ich cool. Finde ich cool. Ja, bin so, das wird 100 pro Notarztbegleitung sein. Wir fahren. Das war akutes Abdomen, Bauchschmerzen, ne? Fahrzeug 31. Damit fahren wir mal ins Seekrankenhaus. Ich glaube, die können damit besser um als unser kleines Little Big Krankenhaus hier. Falsch, da wollte ich hin zu dem. Fahrzeug 31. Ja, gut, Seekrankenhaus, sehr schön. Okay, so, was haben wir dann noch? Achso, sind durch. Jetzt könnte ich das nochmal auf Englisch vorlesen, aber nö.